Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzminister Carsten Kühl und Innenminister Roger Lewenz haben heute die Einzelheiten der Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs KFA vorgestellt. Der kommunale Finanzausgleich dient dazu, den Kommunen eine finanzielle Grundausstattung zu garantieren und Ungleichgewichte etwa durch schwankende Gewerbesteuereinnahmen zu glätten. Der Ministerrat hatte dem Vorhaben gestern zugestimmt. Naja, als Ministerpräsidentin habe ich natürlich ein großes Interesse daran, dass unsere Kommunen gestärkt werden. Und unser Auftrag war ja vor allem dort Geld hinzuverteilen, wo hohe Sozialleistungen gezahlt werden. Und ich denke, dass wir mit dem kommunalen Finanzausgleich jetzt einen gewaltigen Schritt machen, um genau diese Kommunen zu entlasten. Innenminister Roger Lewenz erläuterte, dass die Finanzausgleichsmasse als zentrale Größe des KFA ab 2014 massiv erhöht werde. Ja, wir werden dafür sorgen, dass in den nächsten 3 Jahren, 2014, 2015, 2016, insgesamt 490 Millionen Euro mehr Geld für die Kommunen im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehen. Im ersten Jahr 190, dann zweimal 150 Millionen. Ich glaube, das ist eine große Summe, wo man auch sehr zielgenau, so haben wir das Gesetz angelegt, den Gemeinden helfen kann, die größten Sozialausgaben haben, also den Landkreisen und kreisfreien Städten. Finanzminister Carsten Kühl hob hervor, dass sich die Finanzausstattung der Kommunen signifikant verbessern werde. Ich glaube, dass die Kommunen gestärkt werden, dass ihre Finanzkraft gestärkt wird und dass sie eine gute Chance haben, aus der Finanzkrise der vergangenen Jahre herauszukommen. Wie viel Geld eine Kommune bekommt, regeln verschiedene Arten von Schlüsselzuweisungen. Mithilfe dieser Zuweisungen wird die unterschiedliche Steuer- und Finanzkraft der Kommunen ausgeglichen.